Die Rummerspitze. Geniale, luftige Gratkletterei, ruhiges Bergsteigen direkt über der Alpenhauptstadt. Eine Tour, die mit 1700 Höhenmetern im Aufstieg und Klettereien im zweiten Schwierigkeitsgrad durchaus anspruchsvoll sein kann. Gestartet wird bei der Hungerburg in Richtung Nordosten. Der Weg führt uns durch den mäßig steilen und ruhigen Weg durch den Wald an der Arzleralm vorbei. Das Einzige, was wir jetzt hier im ruhigen Wald wahrnehmen können, ist unsere eigene Atmung und höchstens noch ein paar Vögel. Danach geht es noch etwas auf der Forststraße weiter und nach ungefähr 1,5 Kilometern nach der Arzleralm in Richtung Norden ins Grüne. Wir verlassen den Weg 217 und gehen weiter nach Norden, um dann beim nächsten Schilderbaum in Richtung Arzlerscharte den Schotterweg aufzusteigen. Relativ schnell werden die Latschen weniger und das Geröllfeld wird immer mächtiger. Sich hier im steilen Schutt vorwärts zu arbeiten, kann durchaus mühsam sein und sollte bei der Zeitberechnung berücksichtigt werden. Im Rücken in Richtung Süden steht das zurückgelassene Schuttfeld, die Stadt Innsbruck und die Tuxer und Stubaier Alpen. Im Norden sehen wir stets unser Ziel, die Rummerspitze mit ihrer imposanten Südwand. An dieser Stelle darf man den Mut nicht mehr verlieren. Das Schuttfeld ist zum größten Teil überwunden und die unangenehmsten Stellen ebenfalls. Auch wenn es hier jetzt noch so ausschaut, als würde es niemals enden, es wird besser. Wir arbeiten uns immer weiter nach oben vor. Empfehlenswert ist es, möglichst früh zu starten, um im Geröll nicht der prallen Mittagshitze ausgesetzt zu sein. Wetter wie heute, bewölkt und unbeständig, sind eine tolle Möglichkeit, um auch die steile Rinne genießen zu können. Wichtig ist es hier aber, auf den Wetterbericht und mögliche Gewitterbildung zu achten. Übrigens, falls du wissen möchtest, welche Ausrüstung ich bei dieser Tour verwendet habe und welche Ausrüstung ich dir empfehlen kann, dann schau unbedingt in die Videobeschreibung. Am Ende des Feldes kommen wir bei der Arzlerscharte aus, wobei wir links stets die Mandelspitze mit der schönen Ostwand sehen und nach Norden der Blick in das Karwendelgebirge einlädt. In der Arzlerscharte kann es im Frühsommer immer wieder große Schneefelder geben, die die Wegfindung erschweren können. Das Ziel ist aber immer ganz klar vor Augen: der Westgrat der Rummerspitze im Osten. Hier kann man jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen und einen Blick zurückwerfen, was man alles schon geschafft hat an diesem Tag. Die unangenehmsten Teile sind jetzt vorbei und die Ostwand der Mandelspitze ragt über uns. Beziehungsweise kann man jetzt auch einen wunderschönen Blick ins Karwendel genießen. Die Arzlerscharte lädt tatsächlich zu einer Rast ein. Auf den Westgrat der Rummerspitze, ja, auf den steuern wir jetzt zu. Den nehmen wir uns jetzt vor, manchmal auf Spuren in der Wiese, manchmal aber auch einfach auf der Direttissima am direkten Weg in Richtung Westgrat.
Imposant baut er sich vor uns auf. Wir können das Ziel eigentlich kaum aus den Augen verlieren. Jetzt wird die Wiese langsam weniger, das Gelände wird ausgesetzter und felsiger. Doch am Beginn des Westgrats vor dem Rummerjoch hält sich die Kletterei noch in Grenzen und bietet somit einen sanften Einstieg in den luftigen Grat. Beim Rummerjoch bietet sich nochmal die Gelegenheit, in aller Ruhe die tolle Aussicht nach Süden, aber auch in den Norden zur Pax Marakar-Spitze und der hinteren Bachofenspitze zu genießen und eine kleine Pause vor der letzten Passage einzulegen. Nach so vielen Höhenmetern ist es empfehlenswert, sich noch einmal zu stärken, um dann konzentriert und entspannt die Gratpassage meistern zu können. Ab hier geht es jetzt auch schon deutlich steiler nach oben. Die Hände sind notwendig und die Stöcke sollten spätestens jetzt beim Rummerjoch weggepackt werden. Immer wieder erinnern uns Schilder daran, dass dieser Grat ernst genommen werden will und an vielen Stellen keine Fehler erlaubt. Die meiste Zeit ist das Gelände mit 1 bewertet und kann daher schneller und flüssiger durchstiegen werden. Hier sieht man jetzt noch ein Bild von der schwierigeren Stelle, die mit 2 bewertet ist. Vor allem im Abstieg ist hier viel Konzentration und ein überlegter Tritt notwendig. Relativ bald flacht der Grat aber deutlich ab und es sind nur noch wenige Höhenmeter bis zum Gipfel zu meistern. Die Gipfelaussicht ist ein absoluter Traum. Von Karwendel bis Tuxeralpen bleiben keine Wünsche offen und der Gipfel ist meist eher einsam zu genießen. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich über ein Abo auf dem Kanal und einen Daumen nach oben auf das Video freuen. Weitere interessante Videos findet ihr auf dem Kanal oder hier direkt verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und Berg heil!